Zeichen und Wunder, ein Begriffspaar, das wir in den Evangelien finden, in der Apostelgeschichte, auch in den Paulusbriefen, etwas, das jemandem auf den Nägel gebrannt hat, das uns gebeten hat, darüber etwas zu sagen. Und ich möchte dabei noch ein bisschen Werbung machen für eure Seite, nämlich schreibt doch oder sagt uns, was euch interessiert. Wir probieren, die Themen aufzugreifen und euch auch informieren, wenn das ausgestrahlt wird. Zeichen und Wunder. Wir machen es jetzt so, dass wir 10 Sekunden oder 15 anhalten und überlegen, was ist das letzte Zeichen oder Wunder, das ich erlebt habe, vielleicht sogar im Rahmen der letzten Woche. Ist euch etwas eingefallen? Ich habe mich natürlich sofort erinnert. Mein Grosssohn, 2-jährig, er ist eine steile Stege abgeflogen. Er hat in der Luft einen Bürzelbaum gemacht, hat dann ein bisschen gerannt, hat aber gar nichts gehabt. Und sein Vater, das heisst mein Schwiegersohn, hat gesagt, ja, er hat immer viel Schutzengel. Das ist, weil er raufklettert überall und ein rechter Heugümper ist. Überall kommt er auch runter. Und immer wieder passiert das. Und das war ganz extrem. So Wunder passieren manchmal, aber sie passieren nicht nur, sondern sie werden zum Teil auch gewirkt. Und darum lesen wir jetzt einen Vers aus der Apostelgeschichte, aus dem 6. Kapitel. Es ist der 8. Es geht um Stephanus. Stephanus aber voll Gnade und Kraft wirkte Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und da sehen wir schon den generellen Zusammenhang von Zeichen und Wunder. Sie treten auf mit Gnade und Kraft. Und da muss man noch ein bisschen differenzieren. Nicht jede Kraft ist dann immer auch Gnade, aber aus der Gnade kommt immer auch eine grosse Kraft. Und als Folge davon, wie im Leben von Stephanus, kann es dazu führen, dass Zeichen und Wunder geschehen. Wenn wir jetzt einen Artikel hätten auf einer Internetseite, könnte man noch ein Feldchen machen. FAQ, FAQ, Frequently Asked Questions, die meistgestellten Fragen. Und da wäre ganz sicher eine davon, die häufig käme. Warum passieren nicht mehr Zeichen und Wunder in der heutigen Zeit? Die Antwort liefert uns schon der Vers vom Stephanus, nämlich Zeichen und Wunder treten dort auf, wo jemand voll ist von der Gnade. Voll von der Gnade. Das ist eine spezielle Lebensweise, die er hatte. Er hat sich ganz füllen von der Gnade. Alles andere hat er nicht mehr gebraucht. Und aus diesem Medium von der Gnade raus sind dann Zeichen und Wunder geschehen. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen wie beim Licht, das sich dann anfängt zu brechen und Regenbogenfarben entwickelt. Es ist sehr viel Verschiedenes in dieser Gnade innen. Zeichen sind drin, Wunder sind drin, andere Sachen, die wir auch noch werden sehen. Und das alles führt dazu, dass das Licht Farbe bekommt. Genau das war der Ausdruck von dieser Fülle von Gnade im Leben von Stephanus. Ihr habt es richtig vermutet, sein letztes Zeichen war das grösste Wunder. Es heisst nämlich, als er das gesagt hatte, verschied er. Was hat er gesagt? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Welche Sünde? Dass er von faustgrossen Steinen ist erschlagen worden, qualvoll gestorben ist. Aus diesem Steinhaufen hat er noch das Letzte rausgerufen, das Wort von der Vergebung. Und wenn wir jetzt das Wunder vergleichen mit anderen Sachen, wie einer Krankenheilung, so müssen wir sagen, Heilige, Prophezeiungen, das ist fast zweite und dritte Liga, während dem jemandem können, den Mörder können vergeben. Das ist natürlich, wenn man so vergleichen will, der eigentlich Champions League. Und es heisst ja auch, Jesus sei auf der Tribüne aufgestanden. Dort hat sicher der Stephanus den Pokal bekommen. Gnade bleibt nach wie vor das Wunder aller Wunder.